Нет, не хочу. Будут пришлось слушать автора, а читатели сами могут, в конце концов. Нет, мы потом еще будем. Конечно, будет задавать вопросы. Bevor wir jetzt dann zum Fragensteil übergehen, lesen wir erstmal ein Stückchen aus dem Text. Ich meine, Sie wollen den Autor hören heute und deswegen ist es ganz schön, wenn der Autor was erzählt. Das lesen können Sie auch selber dann. Wir lesen jetzt trotzdem mal ein Stück. Nein, so ist nicht. Wir wollen Ihnen das nicht ganz vorenthalten. Wir haben uns überlegt, dass wir aus jedem der Teile, beziehungsweise aus jedem biografischen Abschnitt, eine Geschichte lesen. Und Geschichten, die von verschiedenen Übersetzern übersetzt sind. Also weil Thomas und Renate Reschke ja heute nicht hier sein können und Thomas überhaupt der Initiator des Ganzen war, lese ich zuerst eine Erzählung, die von Thomas Reschke übersetzt wurde, das heißt ein Auszug aus einer umfangreichen Erzählung Führer im Draht, die gehören zu dem Zyklus der Kinderheimgeschichten. Hier erzählt der Ich-Erzähler von seinen Reisen durch das Nachkriegsrussland und beschreibt einmal, was er auf Bahnhöfen sieht. Bahnhöfe, Bahnsteige, Vorplätze und die Räume drumherum in den Städten und Städtchen längs der Eisenbahnstrecken in Russland waren vollgestopft mit buntscheckigen Menschen aller möglichen Nationalitäten, Redeweisen, Altersgruppen, Dienstgrade und sozialen Zugehörigkeiten. Sie saßen auf Koffern, Truhen, Körben, sie schliefen auf Säcken und weiß Gott worauf noch. Der gewaltige Menschenschwarm lärmte, rumorte, schnarchte, mampfte, raschelte, zankte, lachte, brüllte, kurzum lebte fiebrig in Erwartung seines jeweiligen Zuges. Auf diesem Basar bekam man alles nur Erdenkliche zu hören. Eine Frau klagte einer anderen: Ich verliere noch den Verstand. Erst haben sie mir den Mann an die Front geholt, dann den Ältesten, den Mittleren und 44 auch noch den Jüngsten. Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen. Immer nur Gefallenenmeldungen. Und nun komme ich jeden Tag her, um vielleicht einen abzuholen. Wenn Gott will, kommt wenigstens einer zurück. In einem Haufen stark angeheiterter Typen wandte sich ein langhaariger Opa an einen riesen Kerl und schwadronierte: Wenn ein Ukrainer kein Krachol ist und ein Russe kein Iwan und ein Pole kein Polak, dann bin ich ein Jude und kein Jid. Hörst du, was ich dir sage, Jevsej? Ich, Jevsej, hast du das verstanden, ja? Halt den Mund, Jevsej. Du hast zu viel geschluckt und jetzt schwafelst du. Red keinen Scheiß, mach keinen Wind, sagte der Hühner, dem ein paar Finger fehlten, väterlich zu dem Opa. Auf einer Bahnhofsbank umwieselte ein Tantchen zärtlich ihren Mann, der keine Beine mehr hatte, und sagte zu ihrer neidischen, pockennarbigen Nachbarin: Die Beine, das macht nichts, Hauptsache der Schwanz funktioniert. Ein Weib ist schlimm dran ohne Schwanz, das ist wie Wasserschöpfen mit einem Sieb. Der Meinige redet wenig, dafür hat er gute Hände, die können alles. Wer keine Beine hat, läuft nicht weg, und reden werd ich. Schon vor 3 Tagen bin ich hergesaust, per Anhalter, um dich abzuholen. Ach du mein Gott, Kommunist und Parteimann, und nur ohne Beine. Die Natschalniks im Kolchoss haben mir versprochen, ein Auto zu schicken. Ach, mein Herz, meine Liebe, doch wo hörst du hin? Ich klag dir was und dich schert es gar nicht. Statt Liebesgerät gib ihm lieber was zu essen. Der Mann guckt mit dem Mund, der hört nichts. Keine Bange, er kriegt zu essen. Einen ganzen Korb voll habe ich mitgebracht, auch selbstgebrannter ist da. Unsere Tochter ist inzwischen groß geworden, die hat einen Kuchen gebacken. Gute Hände hat er, die können alles. Und statt der Beine wird er auf Räder gesetzt, nicht was ja? Ach du, mein Unglückswurm. Klava, Klava, gieß mir was ein, die Seele verlangt's, hörst du? Die Seele verlangt's, Klava. Diesem Menschengewimmel schlossen sich tagtäglich Weiber jeglichen Alters an, die zu den Zügen strömten, nur um zu gaffen, mitzufühlen, zu beneiden, wer, was, wozu, warum. Da es kein Kino gab, guckten sie das Kino des Lebens. Die meisten hatten keinen Anlass, sie kamen nur so, um die durchreisenden Kriegsmänner zu betrachten oder teilzuhaben an den Freuden über die Rückkehr eines Frontsoldaten in die Heimat. Oder einfach so, womöglich beglückte sie einer der Durchreisenden mit seinem Verlangen, seinem Märchen. Von all den kleinen Bildern hat mein Gedächtnis ein ganz überraschendes bewahrt. Eine kräftige junge Sibirierin hatte in einem Waggonfenster den Kopf ihres Mannes erspäht. Sie sprang auf das Trittbrett des noch rollenden Zuges, stieß die Traube der Soldaten im Windfang auseinander und drang ins Innere. Bald darauf, der Zug stand inzwischen, erschien die bildschöne, schwarzäugige Frau in der Türöffnung des Wagens. Sie hielt in den Armen wie ein Kind einen beinlosen, einarmigen Körper im gestreiften Matrosenhemd. Verzeih mir, Nuscha,
Ich habe mich nicht in Acht genommen. Gottesmutter, Gottesmutter, Jesuskind, heulte bei diesem Anblick sich bekreuzigend ein ewig betrunkenes Bettelweib und plumpste vor dem Waggon auf die Knie. Die Menge erstarrte. Zwei Uniformierte hoben die Gottesmutter mit ihrer Bürde behutsam vom Trittbrett des Waggons und stellten sie auf den Bahnsteig. Die schwarzäugige Frau schritt auf die auseinandertretende Menge zu und trug ihr verstümmeltes Christkindlein durch die Gasse, gleichzeitig heulend und freudig lachend. Der Krieg, hauchte jemand.